Willkommen, liebe Leute, bei Let's Play Dead Space Down Under. Ja, warum Down Under? Das Bild erklärt's. So, wir sollen rausgehen und die AAS-Kanone, die Scheiße-Kanone, reparieren. Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. Juhu! Achtung! Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Leib fliegt weg. So, jetzt wissen wir schon mal, wenn dieses komische Gerümps, Gedümps, Gedümps kommt, sollten wir uns in Deckung begeben. Ich habe gedacht, man sieht da zumindest diese Steinchen, die Asteroiden rumfliegen, aber nö, anscheinend nicht. Zerstückeln sie ihre Gegner, um sich schnell zu töten und Munition zu sparen. Ja, aber man kriegt auch Munition hinterhergeschmissen. Am Arsch. Am Arsch ist das. Zielen Sie auf die Gliedmaßen von Feinden, um zusätzlichen Schaden zu machen. Ach, diese Ladesequenzen, die sind so lang und rechts sieht man das Wort lädt überhaupt nicht mehr. Wenn Sie sich in einem Vakuum befinden, wird Ihre Luftanzeige eingeblendet. Wunderbar. Okay. Ich merke mir jetzt, nicht mehr sterben. Das zieht unendlich viel Zeit. Eintritt Vakuum. So, und ab geht's. Los. Schwerelosigkeit. Kaputt. Achtung, mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Das schaffen wir. Nein. Und ich war so optimistisch und denke, ja, komm, wir schaffen das. Komm, lass uns da hinrennen. Nein, die Asteroiden, ach, die sind kleine Kieselsteine. Die können uns völlig egal sein. Nein, komm, wir müssen losrennen. Wir kriegen das hin. Komm, we are greedy. Come on. Ja. Und jetzt heißt es wieder laden und warten. Und ich sehe drei Kreise, die sich im Kreis drehen. Ja, das sind keine Kreise, das sind eigentlich solche Ladebalken, so drei Stück. Zwei gehen mit den Uhrzeigersinn und einer gegen den Uhrzeigersinn. Na, das ist toll. Das ist wunderbar. Ah, mein Gott, warum dauert das so ewig lange? Also was die Ladezeiten angeht, bin ich froh, wenn ich Dead Space durch habe. Weil dann... Ah, geht das alles viel schneller. Eintritt Vakuum. Los, 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 hopp, 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 hopp. Tritt Schwerelosigkeit. Juhu. Und jetzt Achtung, bleiben wir dahinter. Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Bam, 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 bam. Aufhören. Sicher. Sicher, sicher, sicher. Lauf los. Rette dich. Bam, 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 bam. Und weiter, und weiter, und weiter. Hopp, hopp, hopp. Jetzt haben wir fast nur noch eine Minute. Ah, hier ist doch überhaupt kein Medium. So, vielleicht schaffen wir es bis da hinten. Dann sparen wir Zeit. Zeit. Bitte, 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 bitte. Ja! Es hat ausgereicht. Aber der kackt hier uns gleich ab, wenn wir zu lang brauchen. Hopp, 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 hopp. Ah, komm, du bist ein Sprinter, du schaffst das. Nein, bitte, 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 bitte. Okay, 40 Sekunden, das werden wir wohl schaffen. Auch wenn er gerade wieder etwas am Röcheln ist. Meine Güte. Ja, ist gut. Du kriegst die Luft. Ende der Schwerelosigkeit. Ja, mach zu. Und... Psch. Nein, mach zu, mach zu. Scheiße. Abschließen. Ende des Vakuums.
Nein, nö, jetzt will ich nicht speichern. Ich will den Halbleiter aus Rubin. Nein, ich will den. Ach, scheiße. Wir nutzen können was nicht, also werfen wir es weg. Eieiei. Warning, zero oxygen area ahead. Ja, ja, ja. Manuelle Steuerung. Cool. Wir sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Hüllenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Oh, 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 shit. Das ist ein richtiger Shooter! Das Rocke! Nur noch eine Minute, dann sollte es wieder funktionieren! Wir haben ja sonst keine Probleme! Oh shit. Ich hab das Ding gleich repariert. Nur noch einen Moment. Ohne Scheiß, wenn ich mit so einem Teil nicht umgehen könnte, würde ich total Muffensausen kriegen. Warum? Gut, Isaac. Die Zielerfassung ist wieder online und wird uns den Weg in den sicheren Orbit freischießen. Sobald wir das Feld hinter uns gelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station, wenn ich fertig bin. Aber das war lustig. Ich will weiterschießen. Manno. Da bin ich erstmal sauer und dreht erstmal einen Kasten kaputt. Weil ich vorher noch wieder viel zu viel Munition habe. Und bevor wieder gleich irgendeine Scheiße passiert, speichern wir erstmal. Weil man weiß ja nie, was alles auf uns wartet. Nicht wahr? So Leute, auf geht's. Wieder zurück. Meine Güte. Man hatte ja auch nie seine Ruhe. Bei den ganzen Viechern, die einfach so kommen. Aber jetzt kann man hier hoffentlich ohne Probleme langrennen. Das ist ja dann jetzt ein Kinderspiel, hier lang zu laufen. Hier ist ja jetzt gar nichts mehr los, Leute. Echt? Nichts mehr los? Na gut. Ende der Schwerelosigkeit. Jo, bitte danke. Ende des Vakuums. Ja, den hätte man gerade vielleicht mitnehmen sollen. Egal. Wartet. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben.
Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Wieso sollten die ein natürliches Gift machen? Irgendwie glaube ich, dass das eine Falle von der Kendra ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Kendra das Gift benutzen will, um irgendwas damit anzustellen, nur nicht das, was sie gesagt hat. Ich traue der nicht. Weißt du, nicht abheben. Komm, komm, komm. Dann nicht, dann bin ich schnell wieder weg. Naja, oder so schnell, wie man halt schnell weg sein kann. Ja. Hier knistert's. Kommt. Oh, was soll das? Oh, was bist du denn? Was ist das? Da hat sich irgendwas vom Kopf abgelöst. Was zur... Was so? Was ist das für ein Vieh? Und wo kam das denn da oben gerade durch? Ach so, da.